Loading Screen. Loading Screen. Loading Screen. Loading Screen. Willkommen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno hier in Neutupfingen. Ich bin euer Bürgermeister, Gottkönig, Trinity, Infinity und was brauchen wir denn? Wir brauchen... Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Wir müssen... Erwische ich Sie bei besonders guter unsere Zeitung lektorieren. Das sieht über... ich glaube, da müssen wir ein bisschen zensieren. Hier, Hypnose. Fabelhaft. Ja, sie ist ganz fabelhaft. Grad nochmal gerettet, Kollege. Grad nochmal gerettet. Das ist eine wunderbare Idee. Siehst du? Mein ich nämlich auch. Das wird so veröffentlicht. Willst du es weit bringen? Was? Ha, der gefällt meine Propaganda. So, ich würde vorschlagen, wir bauen hier auf jeden Fall noch Häuser hin. Ich würde aber ganz gerne, ich glaube, den Block hier entfernen, um da später einen kleinen Park hinzubauen in die Mitte der Stadt. Ich weiß, es ist wahnsinnig ineffizient, was ich hier gerade mache, aber es wird später schön aussehen. Der Kleidervorrat geht etwas zur Neige, deswegen würde ich vorschlagen, wir bauen hier hinten noch drei Schäfereien hin. Die natürlich auch ein Lagerhaus brauchen, das kommt hier hin. Und dann können wir vor Ort hier auch noch zwei Webereien bauen. Wenn ich hier jetzt drei Webereien bauen würde, dann würden die meine komplette Wolle verbrauchen. Und die brauchen wir später noch für was anderes. Stein, Kohle, Vorkommen können wir noch nicht erbauen. Unsere Stadt braucht Denkmäler. Irgendwas, was sie von den anderen Städten unterscheidet. Ah, ich sehe gerade, wir können schon eine Segelschiffwerft bauen. Die wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Die Dinger sind quasi eine Gelddruckmaschine, allerdings brauchen wir dafür auch noch Segel. Und für die Segel brauchen wir auch Wolle. Deswegen baue ich hier wahrscheinlich gleich noch direkt eine vierte Schafzucht hin und eine zweite. Okay, kann ich nicht. Fehlt noch Lehm. Haben wir gleich. So, hier, Nummer 2. Wie, ihr braucht Material. Da kommt's doch. Ich glaube auch du, Kollege, hier... bist gar nicht mehr so effizient. Dich können wir mal ein bisschen hinverschieben, wo du ein bisschen nützlicher bist. Irgendwie produzieren... Die Waffenruhe wurde beendet. Das interessiert mich relativ wenig. Ich wollte hier gerade etwas erzählen. Da unsere Getreidefarmen etwas schneller produzieren als unsere Windmühlen, weiß ich immer noch nicht, warum ich hier noch keine zweite Windmühle hingebaut habe. Was fehlt uns? Wahrscheinlich Lehm, ne? Ja. Ich glaube, wir können hier auch mal ein bisschen die Geschwindigkeit hochstellen. Oh Gott. Ich sehe jetzt gerade erst, dass es ja total verzerrt ist. Oh Gott, Freunde, das tut mir leid. Ich habe das bis gerade eben überhaupt nicht gesehen, dass es mir das Spiel so komisch verzerrt hat. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Euch fehlen Waren. Du brauchst eigentlich eine Ladelampe. Wir haben noch genug Getreide. Warum fehlen euch Waren? Weil da die Waren erst ankommen. Wir können unser erstes Schiff bauen. Wundervoll. Und ihr macht hier schön Wurst, meine Freunde. Oh, geil. Maika macht das Würstchen. Eine Schule wollen die Kollegen. Aber ich muss hier erstmal wieder Gebäude upgraden. Denn uns fehlen Arbeitskräfte. Und dann wollen wir entsprechend viele Bauernhäuser hier wieder nachbauen. Oh, unser erstes Schiff ist fertig. Schaut sie euch an, die wundervolle Buen Consejo. Wohin schicken wir dich mal? Wir schicken dich in einen fremden Hafen. Nach Notköpping. Ströbelsberg macht hier, was es soll. Was führt sie zu uns? Kein Lagerhaus in Reichweite. Das ist, was ich hören will. Hier kann ich eigentlich schon. Ich kann Gebäude ab... nicht abreißen, upgraden. Das ist ein Unterschiedsspiel. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Eine wundervolle, nein, wunderliche Hafenstadt. Auch Ströbelsberg wird immer hübscher.
Ich habe gesehen, dass wir hier hinten noch ein Eisenvorkommen haben. Das heißt, hier wird erstmal Industriegebiet gebaut. Erst wenn es qualmt, wisst ihr, dass es gut ist. Ah, oh, die frische Meeresluft von Neutopfingen. Oh, wir brauchen dringend neue Arbeiter. Ich würde mal gern hier hinten raus noch ein paar Gebäude bauen. Wenn wir das so machen. Und wir können unser Schiff verkaufen. Kann in einem Hafen verkauft werden. Hallo, du bist in einem Hafen. Bruder, übernehmen. Herr Schiff, Sie sind in einem Hafen. Ich glaube, wir müssen dem Schiff erst sagen, dass es in einem Hafen ist. Es will anscheinend einen schöneren Hafen. So, mittlerweile sieht das hier doch wieder richtig gut aus in Neutupfungen. Ich würde trotzdem gerne hier die Siedlung weiterbauen. Kann das so gedruckt werden? Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Da muss zensiert werden. Konsumverhalten hoch. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn wir etwas kaufen, macht uns das glücklich. Also kaufen Sie jetzt und vermeiden Sie es. Ihr Herz allerliebst. Jetzt bin ich hier gerade am Lesen und dann sprengen die wieder irgendeine Fabrik nach oben. Die habe ich doch gerade erst gebaut. Natürlich hätte ich da eine Feuerwehr bauen sollen, aber... Ah, es steht alles in Flammen. Sieht actually ziemlich cool aus. Wieder mein ganzes Eisenwerk brennt. Löscht, meine Freunde, löscht! Flammen wurden gelöscht. Die Flammen wurden gelöscht. Dann wollen wir das alles hier mal renovieren. Außerdem haben wir hier jetzt eine Feuerwehr. Wundervoll. Kann ich hier mein Schiff verkaufen? Wir helfen, wo wir können. Dieses Schiff kann in einem Hafen verkauft werden. Ich stehe doch in einem Hafen. Ich bin doch ganz eindeutig in einem Hafen. Ja, ich revidiere, was ich gesagt habe. Die Schiffswerft wäre eine ziemlich gute Geldquelle. Ich lese in dir wie in einem Buch. Fall mir nicht ins Wort. Alte Schabracke. Die Schiffswerft hier wäre eine Geldgrube, wenn ich irgendwas hätte, wo ich die Schiffe verkaufen könnte. Ah! Die Leute sind unglücklich und ihr wisst, was gegen Unglück hilft. Alkohol. Das sieht ja auch wieder wunderschön aus da. Da geht mir richtig einer ab, gell? Da muss ich mich echt zurückhalten, Freunde. Wenn ich sehe, wie die Schweine auf engstem Raum gehalten werden. Oh. Ich habe hier oben auch keine Feuerwehranbindung. Das sollten wir ganz dringend ändern. Ganz dringend sollten wir das ändern. Ich lerne aus meinen Fehlern. Wir brauchen eine Schule. Wo können wir denn eine Schule hinbauen? Hier kann eine Schule hin. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt die ersten Gebäude auf die nächste Stufe upgraden können. Nein, können wir nicht. Nicht weniger als uns zusteht. Weil uns Fisch fehlt. Und wir können unsere ersten Gebäude upgraden. Und mit erste Gebäude meine ich eins. Okay, jetzt geht's. Die sagenhaften Länder existieren. Oh, wir können unsere erste Expedition starten. Wir können unser Schiff zuweisen und es auf eine Expedition in die fernen, fremden Länder schicken. Fall mir nicht ins Wort! Funk hat die Revolution ausgerufen. Wer revolutioniert da gerade gegen mich? Ich kann nicht, ich muss hier. Ihr kriegt. Bringt das was? Ja, tut's, auf jeden Fall. Und ihr kriegt Brot mit. Und ihr kriegt Planken zum Improvisieren mit. Los. Hier wird revoluzert. Ihr seid aufständig gegen mich. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt gegen euren wundervollen Großkönig, Meister, Bürgermeister, Mensch. Trinity Infinity. Da brauchen wir ganz dringend eine Polizeistation, die sich darum kümmert. Ich bin hier nirgends in Reichweite dafür. Mal drüber schauen? Ja, gleich. Chill.
Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Zufriedenheit hoch. Propaganda veröffentlichen. Sie können doch nicht. Ich meine. Natürlich kann ich das. Die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. Natürlich darf sie das. Ich bin das Gesetz. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Kannst du was anderes tun, außer mich die ganze Zeit zu kritisieren? Ich habe hier genug, um das ich mich kümmern muss. Einfach ein. Du auch! Einfach ein Schulterklopfer! Ja, das ist super, was du da machst! Nein! Von rechts ist Mimimi, von links. Danke! Das wollte ich hören! Hier, Mimimi, da, Mimimi. Das können sie doch nicht machen. Das ist schlecht. Aufstand. Wir streiken. Meine Stadt ist wunderschön. Eine Einwohneraufgabe. Schon wieder eine Fotografieaufgabe. Was möchtest du denn sehen? Die Kämpfer. Zu Rate gezogen wird. Das passt so. So, wunderbar. Und von ihrem Leuchtturm, Herr Blake, müssen wir auch noch ein Foto machen. Top. Top. Stundenlang haben sie Lotus sprießen lassen. Meine Rede. Sag ich auch immer. Genau das. Genau das. Die Revolution scheint so gut wie niedergeschlagen zu sein. Als nächstes brauchen wir Glas, aber ich würde sagen, um das Glas kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, als Vertrauensbeweis. Zerstörungsaufgabe lassen wir bleiben. Sie wollen sich da rauswinden? Ich will mich nicht rauswinden, ich möchte die Folge beenden. Wieder sicher. Wunderbar. Dann würde ich sagen, soll das der Schlusspunkt der heutigen Folge sein? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann Däumchen nach oben. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt.